Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich bin jetzt hier schon, wie ihr sehen könnt, ready to go. Hab eine Walze hinten drauf, wie ihr sehen könnt. 9 Tonnen schwere Walze und es geht nach Birmingham, ja, nach Alabama. Wir sind ja bekanntlich ja in Knoxville und also im Bundesstaat Tennessee und ja, konnte auch hier beim Kunden auch wieder laden. Und ja, alles soweit. Taco, sage ich jetzt mal. So, was gibt es noch zu erzählen? Ja, wir haben jetzt kurz, irgendwas, was haben wir jetzt? Ja, 6:30 kann man sagen. Ja, 6:30. Und das ist ja jetzt nochmal die Ladung, die ich habe. Könnt ihr ja sehen. Also die Fracht, besser gesagt. Ne? Geht nach Birmingham, auch zu Kiewit. Wir sind ja bei Kiewit. Ne? Und es geht auch nach Kiewit, also zum Kunden. Und ja. Gibt 650 Dollarchens brutto und ja, angesetzt ist das Ganze mit 4 Stunden 32 Minuten und ja, das blende ich euch jetzt mal ein. Die zwei sind 261 Meilen oder roundabout 420 Kilometer. Genau, aber das könnt ihr ja sehen. Okay, ja, so sieht's aus. Was ist jetzt hier die Tour, die uns hier erwartet? Wir fahren hier los auf der 40 und dann von Knoxville und ja. Fahren jetzt hier durch dann Chattanooga, durch Chattanooga durch und dann ja, sind wir dann schon, nicht schon da, aber sind wir schon auf dem Wege nach Birmingham. Ne? So müssen wir dann schon in Alabama. Der 59 fahren wir die ganze Zeit dann danach und ja, alles gut. Wir könnten uns ja schon mal eventuell, falls ich das jetzt hier nicht, ja, irgendwie wieder versudel hier, weiß ich nicht, in dem Sinne versudel, weil ich jetzt hier meinen Wegpunkt dann wieder, wenn ich da vorbeifahre. Könnte sein, aber hier könnten wir vielleicht ein kleines Päuschen anlegen. Ja, ich habe ja jetzt noch nichts und ja, machen wir mal hier und dann ist alles gut. Genau. Please proceed to the So. highlighted route. Yes. Ja, wir fahren wie gesagt jetzt los. Ich muss jetzt noch da rein, Papierchen und so, alles Klärchen machen und dann ja, kann es auch schon losgehen. Okay, in der Zeit. Ja, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wäre sensationell. Bedanke mich schon mal dafür im Voraus und ich sag dann mal, um keine Zeit mehr zu verlieren, let's go, Leute. Okay, so. So weit sind wir schon. Okidoki. Dann wollen wir mal losdüsen, ne? Wie immer an dieser Stelle. Jo. So, es geht nach, mal rechts hier raus und ja, oh, ein bisschen das Fensterchen zu, nicht ganz zu, ein bisschen, ja. Turn right. So ein bisschen hier ausholen, genau. So, und ab geht die Post. In 200 meters, turn left. Turn left. Okay. Oh, du bist aber auch ganz schön wild hier um die Kurve gefahren, mein Freund. Ja, ganz schön wild, du.
Ja, hatte erst gedacht, das würde klappen mit Bill, aber hat wohl doch nicht so hingehauen, das Ganze. Und ja, war in dem Sinne ja nicht so schlimm, weil ich ja, wie wir alle sehen könnt, ja eine Fracht habe. Und ja, muss jetzt nicht großartig jetzt herumsuchen und alles ist gut. So. Will hat mir zumindest zugesagt, dass wir das dann in Birmingham vielleicht dann alles da erledigen können, dass er mir dann den Grainhopper-Trailer bringt und ja, also diesen Keep to the Getreidetrailer right and then und turn right. jo. Und dann sollte es doch dann klappen, sage ich jetzt mal. Turn right. Er hat das auch zeitlich nicht geschafft und ja. Er hilft ja da, wo er kann. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, ne? Okay. Noch haben wir ja unsere Frachten als solches und müssen jetzt nicht leer fahren. Und das ist ja schon mal gut. Und ja. Jede Fracht bringt immer was, ne? Fahren wir schön in den Tag hinein. Let's go. Walze, die 9 Tonnen schwere Walze. Okidoki. Aus hier. Wir sind ja sehr zügig unterwegs, merke ich gerade. Was der gemacht hat, weiß ich nicht, aber gut, dass es gemacht hat. Use the left lane ahead. Ah, du bleibst wieder stehen, mein Freund. Ja. Beziehungsweise du bleibst hinter mir. So. Fährst mir nicht da. Wo letztes Jahr ein bisschen verloren. Wenn du mir hinten reinfährst, hast du verloren, mein Keep to Freund. the right and Das ist then nicht schlimm, take als the exit on the solches. right. Und dann siehst du nicht mehr so frisch aus. Okay. Use the right exit ahead. Rest Area. Yes, da wollten wir doch hin, ne? Und dann noch so schnell. Wie schön. Da, so ein Grainhopper.
Nee, das ist kein Grain Hopper, ne? Glaube nicht. Okay, dann dachte ich jetzt, wenn wir dann drauf kriegen. So. Bleib ich mal so stehen, wie ich stehe. Wie stehe ich denn? Es geht so, ne? Ja, ich muss aber noch ein bisschen vorfahren. Sonst haut das nicht hin. Bin ein bisschen lang. Okay, aber so, kann ich stehen bleiben. Kein Ding. So. So, genau. Alles klar. Dann mal bis gleich, Leute. Häuschen. So, da sind wir wieder. Frisch und munter, gestärkt. Das ist die Hauptsache. Und jetzt können wir auch dementsprechend auch weiterfahren. Sehr gut. Na dann. Das Beste ist ja, wir können uns hier gut auslassen, hier kommen gut raus. Sehr gut. Ja. Man hat man nicht oft, ne? Gut dabei hier. Wumm. Sehr schön. Der Walze hier, den wir hier am Start haben. Sehr gut. Mal eine andere Perspektive. Von oben. Use the right lane ahead. Sehr gut. Let's go. Auch bestimmt schick hier. Chattanooga. Da siehst du wohl. Bin ich in Chattanooga jetzt. Hier. Erster Aufenthalt. Auch gut. Ja, ja, sorry. Use the left lane ahead. Schalten wir. Was hatte ich mir gedacht, dass es hier rüber geht?
Okay. Landschaftlich hier sieht schick aus, finde ich. Ja, ist auch gut. Sieht schick aus. Kann man nichts anderes zu sagen, ne? Auch schöne Gegend hier, würde ich mal sagen. Ja. Keep to the right and then take the exit on the right. Ja, jetzt sind wir vom ein Stück weit durch Georgia durch. Use the right exit ahead. Soweit hier alles stabil, sage ich mal. Stabil. Dachte ich gerade, es läuft stabil hier. Ah, die fahren raus. Okay. Alles klar. Here we go. Weiter im Text. Sehr gut. Sieht sehr gut aus, so weit alles hier. Schick. Use the left lane ahead.
56 Meilen, Leute, oder 55, naja, roundabout, ja, Regen angesagt. Also gute 50 Meilen. Sehr gut. Das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Sensationell, schönes Wetter. Use the left lane ahead. Das Ganze hier. Keep to the right, and then take the exit on the right. Use the right exit ahead. Turn left. Gut. Okay. Sehr schön. Finde ich gut. Uiuiui, steht ja auch noch da. Da steht ja auch noch einer hier. Ganz cleverer Hund hier. Amigo. Ja, Leute. Die bewegt sich ja, quasi null. Ja, Leute, ich weiß. So, jetzt sind wir endlich da. Also, fast da. Und wo willst du denn hin, mein Freund? Und ja. Da vorne ist es ja, Kiewit. Da können wir die Wahl sehen, da abliefern. Meine Güte. So. Okay, Leute. So weit, so gut. Sind wir angekommen und ja. Jetzt heißt es anmelden und schauen wir mal, ne?
So, wir haben jetzt hier alles hier erledigt, abgekoppelt. Die Walze steht da hinten und ja, wir können jetzt mal hier kurz warten. Mal sehen, ob sich Bill meldet und schauen wir mal weiter, ne? Ob das jetzt mit dem Trailer klappt, mit dem Grainhopper. Wenn nicht, muss ich hier mal zusehen, wenn ich hier was kriege. Und ja, so ist es halt. Gut, dann will ich mal sagen, war es das für diese Folge, Leute. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr bei meinen anderen Sachen auch wieder mit am Start seid. Wäre sensationell. Ansonsten sage ich mal, ja, schön die Stoßstangen sauber halten und bleibt gesund. Wie immer, ist die Hauptsache, wisst ihr ja. Und bis dahin, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao! -i.